Das Jahr 2015 geht langsam und sicher zu Ende. Der vergangene Samstagabend gehörte in Schermbeck mit Sicherheit zu einem weiteren Highlight des Jahres. Nach etlichen musikalischen Events stand die 11. Night of Music auf dem Terminkalender vieler Schermbecker. Wir haben die Veranstaltung, die von der Young People Big Band präsentiert wurde, zum ersten Mal besucht und waren über den musikalischen Anspruch, über die Umsetzung und vom Ambiente im Hotel Vosshövel begeistert. Was das Besondere an der Night of Music ist, erklärte uns Marcel Oppenberg. Das Besondere an der Night of Music ist, dass sie laufen dürfen. Nicht sogar sitzen bleiben, sondern sie sollen laufen zu diesen vier verschiedenen Bühnen. Sie sollen sich das wie ein schönes Menü, ihre Stilrichtung raussuchen, die Musikstilrichtung, und hören sich das an und laufen dann weiter, treffen gut gelaute Menschen in einer wunderbaren Atmosphäre. Das ist das Besondere und mittlerweile weit über die Grenzen unserer Region bekannt. Wer glaubt, dass bei der Night of Music vielleicht nur eine oder zwei Bands auftraten, der irrt sich gewaltig. Es standen insgesamt 8 hochkarätige Bands auf dem Programm. Die Eröffnung machte selbstverständlich als Gastgeber die Young People Big Band. Im ersten Set spielte die Big Band Titel von Michael Bublé, Barry Goodman, Tom Gable und viele mehr. Im zweiten Set kommt aber komplett ein anderes Programm zur Geltung, und zwar unsere Weihnachtslieder. Komplett von James Last sehr viele. Wir haben Michael Bublé dabei. Also richtig, richtig weihnachtlich wird's gleich. Auch die Atmosphäre soll so werden. Weihnachten ist angesagt. Auch die anderen Bands begeisterten das Publikum mit einer guten Songauswahl und musikalischer Perfektion. Da war zum Beispiel die Boogie Woogie Company. Und die Goldenen Reiter, die mit Songs der Neuen Deutschen Welle trumpften. Auch mit dabei war Soleil Niklassen mit ihrer beeindruckenden Stimme. Don't go to strangers, darling. Come to me. Come to me. Jazzmusik präsentierte das Jerry Lou Trio mit Mike Krah an der Trompete. Mr. Cracker präsentierte eine beeindruckende Bühnenschau. Das geht mit einer Blockflöte? Das haben sich bestimmt einige Besucher gedacht, als sie hervorragend gespielte Titel der Gruppe Wildes Holz gehört haben. Ebenfalls mit dabei waren die Re-Beatles. Weihnachten war natürlich nicht nur bei der Young People Big Band angesagt. Denn niemand Geringeres als der Nikolaus höchstpersönlich lud die Gäste zum Fotoshooting ein. Auch viele Kunden der Volksbank Schermbeck aus dem Club 50 Plus nahmen eine Einladung ihrer Bank zu diesem musikalischen Erlebnis gerne an. Wenn das mal kein schönes Weihnachtsgeschenk war. Wir haben mit Marcel Oppenberg über die Vorbereitung auf ein derartig hochkarätiges Event gesprochen. Die Vorbereitung für so eine Veranstaltung dauert mittlerweile über ein Jahr mit der Auswahl der Bands. Du musst die Bands aussuchen, die müssen miteinander passen. Es muss auch von den Stilrichtungen passen, und dann gehst du ins Kleine rein. Du sagst zum Beispiel, welche Band können wo spielen, wo passt es, und dann gibt das, ja, dieser ganz normale organisatorische Rhythmus kommt dann rein, und mittlerweile ist auch ein bisschen Routine eingetreten, aber jedes Mal wieder vor Überraschung nicht gefeit. Die aufwendige Vorbereitung hat sich gelohnt und die 11. Night of Music kann man als vollen Erfolg bezeichnen. Wie kann man besser in Weihnachtsstimmung kommen als mit guter Musik? Vielleicht hat dieser Abend die Freude auf das bevorstehende Weihnachtsfest noch weiter gesteigert.